Ja, hallo erstmal. Wir haben uns in der Vergangenheit mit einem neuen Account befasst, mit Erstellen von Werkzeugen. Und nun, da es ja auch dunkel ist, sollten wir uns mal mit dem Feuer beschäftigen. Hierzu benötigen wir einige Dinge, unter anderem Holz. Dazu fällen wir einen Baum. Wenn wir einen Baum fällen und den untersten Block abbauen, fällen wir automatisch damit einen ganzen Baum. Vorteil ist, wir bekommen das ganze Holz auf einmal und sind schneller fertig. Nachteil ist, wenn wir erst die Blätter, das Blattwerk abbauen, erhalten wir Setzlinge und Äste. Und zwar deutlich mehr. Aber gut, wir benötigen jetzt erstmal Feuerholz. Feuerholz werden wir aus den Baumstämmen generieren. Des Weiteren benötigen wir Gras, was wir nur mit einem Messer und nicht mit einer Messerklinge abbauen können. Machen wir das nur mit einer Messerklinge, so werden wir definitiv nur das Gras beseitigen. Also sprich, es wird nichts gedroppt. Machen wir es mit einem Messer, so wie hier jetzt, erhalten wir trockenes Gras. So. Wir haben trockenes Gras, wir haben Stöcker, wir haben Holz. Damit können wir ein Feuer machen. Wie gehen wir voran? Als erstes benötigen wir ein Hilfsmittel, um das Feuer entzünden zu können, da wir ja nichts weiter zur Hand haben, also weder ein Feuerzeug noch ähnliches. Um dies zu machen, können wir jetzt folgendermaßen vorgehen. Wir drücken E, fahren mit dem Mauszeiger über den zum Beispiel Stock, drücken H und nun wird uns angezeigt, was wir mit dem Stock alles anstellen können. Wenn wir hier mal durchgehen, sehen wir viele Dinge, Werkzeuge, die uns dabei unterstützen, was wir tun können. In diesem Fall hilft uns da nichts, dann müssen wir einfach weitermachen. Was können wir als nächstes nehmen? Wieder E drücken. Wir gehen über das Gras. Drücken wieder das H. Und siehe da, da kommen ein paar Sachen, die interessanter werden. Ziegel wollen wir nicht machen. Ah, ein Feueranzünder. Den brauchen wir. Da klicken wir drauf und schon sehen wir das Rezept für den Feueranzünder. Ein Büschel Gras, zwei Stöcker. Okay. Schließen. Wir nehmen uns ein Gras mit der rechten Maustaste. Also man entnimmt das gesamte Paket. Rechte Maustaste klicken und dann hat man ein Teil aus dem Inventarpaket, was man entnommen hat. Das gleiche machen wir mit Stock. Zack, zack. Und schon haben wir unseren Anzünder. Jetzt benötigen wir noch Feuerholz. Mit dem bloßen Kiefernstamm können wir nichts anfangen. Das tun wir ins Inventar, legen die Axt darüber und sehen hier Brennholz. Vier aus einem Block. Wir machen uns jetzt mal so 24 Brennholzstücke, tun alles zurück ins Inventar und nun entzünden wir das Feuer. Wie machen wir das? Wir setzen einen trockenen Grasbüschel im gecrouchten Zustand, also im abgeduckten Zustand, auf die Erde. Dann legen wir mit der rechten Maustaste gedrückt Brennholz darüber und schon entsteht ein lagerfeuerähnliches Gebilde. Nun crouchen wir wieder,
nehmen unseren Feueranzünder, halten die rechte Maustaste gedrückt, bis wir Schluss letztendlich ein brennendes Lagerfeuer haben. Das dauert ein wenig. Immer schön gedrückt halten. Ah, da kommt das Feuer. Okay. So, wir haben es am Gange. So, jetzt haben wir natürlich nur ein Lagerfeuer. Was können wir damit anfangen? Ja, wir können zum Beispiel kochen, wir können später Erze schmelzen oder sonst was treiben. Ziegel brennen und, und. Aber was uns jetzt erstmal sehr wichtig ist, wir wollen ja auch dauerhaft Licht haben. Also rechte Maustaste auf das Lagerfeuer. Dann sehen wir schon, oh, wir haben nur noch zwei Brennholz. Da legen wir erstmal nach. Rechte Maustaste. Erhöhen wir den Inhalt des Lagerfeuers. Und nun legen wir uns fünf Stöcker oben drüber über die Feuerstelle. Jetzt sehen wir, da steigt sofort die Wärmeenergie bzw. die Temperatur und es entsteht aus den Stöckern im Lagerfeuer quasi eine gebackene Fackel. Jetzt lassen wir das erstmal durchlaufen. Das dauert ein klein bisschen. So, fertig. Fünf Einheiten Fackeln. Die können wir uns in die Offhand legen. Das bedeutet, wir haben dauerhaft Licht. Wenn wir die Fackeln in der Offhand haben, brennen sie eigentlich unbegrenzt. Machen wir aber Folgendes. Wir entnehmen aus der Offhand jetzt mal, ja, zwei, drei Stückchen von den Fackeln. Jetzt schmeißen wir das Gras erstmal kurzzeitig weg und wechseln mit dem Mauszeiger auf die Fackel. Dann haben wir die Chance, die Fackel zu platzieren. Zack. Mit der rechten Maustaste einfach auf den Gegenstand zielen oder auf die Ebene zielen, wo man es haben möchte. Und dann läuft das. So, jetzt fängt es an zu regnen. Ein großer Feind von unserem Feuer. Denn was hier passiert, die Fackel ist aus. Damit ist das Thema für diese Fackel gelutscht. Aber wir legen das wieder in die Offhand, damit wir wieder einen freien Platz haben. Holen unser Gras zurück. Und können jetzt anfangen, uns unseren Platz hier ein bisschen herzurichten. Wir haben von vorhin noch ein bisschen Ton, Kies über den schichten wir jetzt mal auf, um unseren Spawnpoint herum. Ja, unser Feuerchen ist jetzt auch aus. Das macht aber nichts. Wir haben ja glücklicherweise vorgebeugt, indem wir uns eine Fackel oder mehrere Fackeln kreiert haben. Jo, wir sehen, wir kommen jetzt noch nicht so ganz weiter mit unserem Ausbau. Das macht aber nichts. Wir bauen erstmal weiter Kies ab, damit wir unseren Schutz aufbauen können. Das Ganze macht man natürlich eher mit einer Schaufel, die wir in der ersten Folge schon kreiert haben. Ich habe sie aber erstmal weggetan, weil ich den Platz im Inventar brauchte. Wie wir uns Inventarplatz verschaffen und Staufläche, Stauraum schaffen, darauf kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Vorerst müssen wir mit dem geringen Platz leben, den wir haben. Das geht aber alles. So, zack, zack. Jetzt bauen wir uns erstmal, das ist vorab gesagt, erstmal nur ein Provisorium, damit wir
ein bisschen Schutz für Feuerstelle und oder uns selbst haben. Okay, ich möchte das Ganze jetzt nicht allzu lange ausdehnen. Grundsätzlich geht es nur erstmal darum, aufzuzeigen, was man tun könnte, müsste. Auf diese Weise jetzt bauen wir uns noch ein Dach, auch wenn es nur ein kleines ist. Besser als nix. Ups. So. Das reicht noch nicht. Schnell noch einen Baum fällen. Und sofort zurück. Ja, ihr seht schon, es wird schon langsam wieder hell. Aber regnen tut es trotzdem noch. Das heißt, wir müssen weiterhin Schutz der Feuerstelle sicherstellen. So. Crouchen. Und wieder mit dem Entzünder an die Feuerstelle. Feuer brennt. Und Schutz vor Regen haben wir auch. Wunderbar. Unseren Ausgang noch ein bisschen modifiziert. Jetzt nehmen wir noch den Kies, den wir jetzt gerade abgebaut haben, und erweitern hier ein kleines bisschen, was natürlich nicht ausreichend ist. Das macht aber nichts. So, wir haben Feuer gemacht. Ich habe euch gezeigt, wie es geht. Ich habe euch gezeigt, was passiert, wenn das Wetter nicht mitspielt. Das heißt, man muss die Feuerstelle schützen. Ich habe euch gezeigt, dass man die Fackeln, die man im Lagerfeuer gebrannt hat, entsprechend in die Offhand nehmen kann und als Lichtquelle dann mit sich führt. Und ich denke, damit haben wir erstmal wieder einen weiteren Schritt geschaffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da oder ein Abo. Und ich würde mich freuen, auch weiterhin mit den Anfängen von Vintage Story behilflich sein zu können. Ich würde sagen, bis dahin, bis zur nächsten Folge, macht es gut. Tschö.